Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir ein Hide and Seek auf der YouTuber-Insel. Wie ihr sehen könnt, Amir, Lofty, MBK, Sue und Max sind am Start, Freunde. Wir haben ein paar Regeln, weil ich bin gestern noch gestorben. Ich wollte eigentlich was anderes aufnehmen. Leider wurde ich in meinem eigenen Haus umgebracht von Creepern und von Bogenschützen, die enchantete Bogen hatten und haben mich getugeschottet, Freunde. Wir labern schon engen Müll. Wir machen ein paar Regeln, Freunde, weil ich habe auch keine Elytra mehr. Das heißt, wir machen ein ganz entspanntes Hide and Seek. Wir haben 20 Minuten Zeit, die Jungs zu finden. Und jeder, der möchte, kann Dias in den Pott werfen. Und der Gewinner kriegt alles, Freunde. Like und Abo da lassen, wenn euch sowas gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Die Regeln sind, jeder, der möchte, kann ein paar Dias in den Pott werfen. Und der Gewinner kriegt alles. Wenn wir mehrere Gewinner haben, teilen sie sich das untereinander auf. Wenn ich keinen finde, haben wir ein Problem. Dann kriegt jeder seine Dias wieder. Ich habe 20 Minuten Zeit, euch zu finden, und wir machen halt auf ganz entspannt Oldschool Hide and Seek, ohne Fliegen, ohne runterbauen, ohne irgendwo einbacken oder so, sondern ganz normale Verstecke. Sollte auch fair bleiben, jeder, der ein Versteck nimmt, was nicht dazu zählt, ist sozusagen ausgeschieden, dann automatisch disqualifiziert. Wer hat denn Interesse daran, so eine kleine Wette zu machen? Ich schmeiß auch ein paar rein, ich habe ein paar bekommen von Rainy, weil eigentlich habe ich alles verloren, und die gehören dann auch dem Gewinner. Ey! Okay, Max, dann schmeiß auch mal drei Dias rein, wenn du möchtest. Warte, ich musste kurz. Hast du irgendwie eine Stelle? Ja, ich kann dir auch erstmal welche überbrücken. Ich schreck vor, Eins, zwei, drei von Max. Max holt mir zwei Dias. Hier, dann schmeiß ich auch nochmal drei rein. Eins, zwei, drei. Das waren drei, ja. Also André, mit im. Ja? Ich habe noch eine persönliche Wette mit Max um drei Diamanten, dass du ihn zuerst findest. Okay. Was springt für mich dabei raus? Traust du dich, Max? Na, okay. Also, mit vom Gewinnspiel sind Max, Amir, Lofty, Sue. Mirkan will, also MBK will nicht mitmachen, oder was? Pleite, Bro. Ich könnte dir welche vorstrecken, und wenn du gewinnst, dann kannst du sie mir geben. Keine Schulden für mich. Ich meine es einfach so, ich zahle für ihn. Ey, entspannt euch. Ich kann meine Base nicht mehr bauen. Ich habe alles verloren. Wenn dir was kaputt geht, bin ich RIP. Okay, Jungs. Ich stelle mich jetzt hier in den Pool und ihr könnt euch verstecken. Bitte ganz normale Verstecke nehmen. Ich würde sagen, Max, dein Haus gehört noch dazu. Das können wir ja dann zusammen. Das sind alle Häuser hier in Paulberger Hills und alle Gebäude, ne? Ja, ich würde sagen, da hinten der Zoo und der Turm und so nicht, aber sonst gehört hier alles dazu. Blackjacks Haus bis Max Haus kann man sich überall verstecken, okay, würde ich sagen. Ich habe nochmal angekündigt, 3, 2, 1, go. Und ich bin gespannt, wen ich zuerst finde. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, wir flicken da oben. Russik. Russik! Was geht? Ey, wir haben schon angefangen. Wenn du möchtest, kannst du dich schnell nochmal verstecken. Benutze die Leiter. Alter, ich werf dich sonst mit Eiern ab. Ey, warte, warte. Das kostet aber 3 Dias Eintritt für die Wette. Der Gewinner kriegt alles. Wir sind schon bei 12 Dias. Wenn du gewinnst, kriegst du 15 Dias mit deinen eigenen 3. Willst du mitmachen? Hast du welche? Ja, ich habe welche in meiner Chest, aber die muss ich dann noch holen, mein Freundchen, ja. Okay, egal. Also du hast welche, deswegen strecke ich dir die einfach vor, 15 Dias. Ich gebe dir nochmal 30 Sekunden, dich schnell zu verstecken. Nicht irgendwo oben drauf und nicht einbauen. Ganz normal. Für die Hide-and-Seek-Aufnahme ist es natürlich genehmigt, in die Häuser... Ist das Amir? Hallo? Freunde, wer ist das? Ganz komische Geräusche. Aber das war hier in die Richtung. Ey, sag nicht, er ist in diesem Beacon drin, ne? Ich höre jemanden. Muss aber nicht heißen. Hallo? Hä? Mirkan? MBK! Ja, wir gucken einmal hier rein, nicht, dass ich irgendein Schlingel hier... Ach, Mann! Aber nicht dein Ernst, Digga. Hä? Aber wildes Versteck, ich wusste es aber irgendwie. Ich weiß nicht. Richtig gut. Das Ding ist, das Gebäude da oben habe ich gebaut. Deswegen wusste ich, dass das hier so einen Eingang gibt ins Nether. Er hat sich frei gebaut. Weißt du, was ich gemacht habe auch? Was denn? Willst du gucken? Hä? Ich bin das da. Warst du, Junge, was? Oh, Mann. Warte mal. Max sagt, Amir, danke für die Dias. Das heißt, er müsste in der Nähe sein und uns hören. Ja. Guck mal, da ihr beiden ja Best Friends und Erzfeinde gleichzeitig seid, kannst du mir dabei helfen, Max zu finden, wenn du willst. Nee. Oder ich weißt du, wo er ist? Ich verrate meine Birras nicht. Okay, also so in die Richtung, sagst du? Du musst das alleine schaffen. Ich verrate hier niemanden. Okay, feier ich, sehr gut. Niemanden verrate ich hier. So, Maxi, wo ist er? Er muss irgendwo in der Nähe sein. Er hat uns gehört, wie ich Amir gefunden habe.
Also kriegen wir das safe irgendwie hin, ihn zu finden. Hier oben ist ja nicht viel. Was soll das eigentlich sein? Ein Rathaus, ne? Das ist das Rathaus, ne? Aber sieht schon wild aus. Noch designermäßig. Gibt ja noch andere Gebäude bestimmt. Naja, ich muss hier nur Parcours machen, Alter, sonst gehe ich drauf. So. Aua. Wir gehen mal hier hinter, weil hier ist auch eine gute Versteckmöglichkeit. Aber es scheint so, als wäre keiner da, Friends. Wir gehen mal weiter. Wieso ist hier Holz? Ah, oder? Wir haben ja eigentlich gesagt, ohne einbauen. Ja, hier geht Holz runter. Ja, ich glaube nicht, dass da jemand ist, Freunde. Wir gehen erstmal weiter. So. Wie gesagt, 15 Dias sind im Pott. Und ich hätte gedacht, ich finde Russack als erstes, weil er nur 30 Sekunden Zeit hatte, sich zu verstecken. Und wir sind seit 3 Minuten dabei. Er war einfach neben mir. Oh, oh. Wie kann man rein? Yo, was ist das? Einfach eine komplette Underground-Base, die kenne ich gar nicht. Bei mir auch direkt am Anfang. Anfängersucher. Schade von euch. Ich habe Amir innerhalb von 2 Minuten gefunden. Trotzdem werde ich weggeflamed. Das ist traurig. Aber muss ich mit leben, Freunde. So ist das. Wenn man Haters hat. Okay. Hier ist auch alles clean. Hier ist anscheinend irgendwie eine Mob-Farm oder so. Ah, ist... Oha, wie viel Karotten, Junge. Wer hier drin ist, ehrenlos. Also das ist ja eine ganz andere Base. Milkan hört mich. Freunde, wo ist er? Er hat sich safe irgendwo eingebaut, obwohl das verboten war. Sei ehrlich, MBK. Oh. Die Leute ducken sich, damit ich sie nicht sehen kann. Stimmt. Okay, MBK, MBK. Lofty left the game. Alles klar, Lofty hat keinen Bock mehr. Ah. Ich bin verwirrt. Wo soll MBK sein? Warte, wir machen mal hier weg. Okay, okay. Mehr kann man nicht draus machen. Pss, 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 pss. Er traut sich nicht. Oh! Wo bist du? Ich bin genau neben dir, Junge! Oh, mein Kopf. Oh. Warte. Ich glaube, ist er hier im Gebäude, Freunde? Kann man durch das Bild springen? Nee, kann man nicht. Ich habe diesen 3D-Sound. Nein, ich bin einfach nur nicht doof, Junge. Ich weiß, wo du bist. Du bist irgendwo hier. Sag nicht. Ich hab Familienbrot. Er ist hier. Bau dich mal runter, Bro. Junge, wo bist du? Ist gar nicht möglich, was... Okay, okay, okay. Du hast dich nicht irgendwo eingebaut? Nee. Okay, dann weiß ich, wo du bist. Okay. Unser Essen schwindet, Friends. Wir haben auch nur Karotten zum Fressen. Geh mal außerhalb der Mauer. Ja, geh ich auch. Da bist du auch safe. Okay, außerhalb der Mauern. Wir gehen mal hin. MBK, ich weiß, du bist außerhalb der Mauern. Ich weiß, dass du mich gerade gesehen hast, 31. Digga, du bist die ganze Zeit bei mir, Bro. Wir kennen uns leider zu gut, okay. Warte mal, wie bist du denn aufgekommen? Hier? Wild. Okay, schade. MBK ist auch raus, Freunde. Dem hätte ich die Dias gegönnt, weil er ist genauso ein armer Schlucker wie ich. Aber egal, wir machen weiter. Ich sag euch so, ich brauche gar nicht weiter gucken. Irgendwer ist bei Max hinter dem Bild, weil er hat doch so einen Special-Eingang gebaut, Freunde. Safe ist da jemand. Wir gehen da mal kurz rein. Okay, wir haben 6 Minuten over und erst 2 Leute gefunden. Insgesamt machen, glaube ich, 4 oder 5 mit. Also... Ist es möglich, Freunde? Wir können alle finden. Wenn nicht, werden die Dias natürlich untereinander aufgeteilt. Guten Tag, ich bin André. Ich würde gerne einmal... Was? Oh, ein Hundchen. Mhm. Die Möbel auch sehr wild, Freunde. Also die Mod gefällt mir extrem mit den Möbeln. Oh mein Gott. Wo bin ich denn hier? Hallo? Jemand da? Oh mein Gott, ich wusste es. Ich wusste es. Hallo?
Das Ding ist, bei der Haustoilette habe ich diesen Geheimeingang gefunden und das wusste ich, dass hier jemand ist, aber krankes Versteck, holy. Es war einfach nur Glück. Hast du mein Nametag gesehen? Nee, gar nicht. Ah, gut, okay, sehr gut. Ich habe dein Nametag nicht gesehen. Bei mir sieht man den leider, weil deswegen kann ich euch leider auch nicht hier beklauen und so, ne? Aber, Max, sehr wildes Versteck. Hast du vielleicht jemanden, den du snitchen kann? Tatsächlich leider nicht, nee. Wer fehlt denn noch? Ich glaube, Lofty fehlt noch, Sue fehlt noch und Russik sind noch am Start. Ach krass. Na gut. Den Rest habe ich schon gefunden. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. So, Lofty hier wieder direkt am Rumfronten. Sucht er überhaupt noch? So ein Ding ist das. Lofty darf nicht gewinnen. Ist schon wieder am Rumschießen. Lofty ist halt auch so einer, wenn ich in seiner Nähe bin, der sagt nichts. Ja, dem ist das vollkommen egal. Okay. Aber Max Versteckfreunde war schon Baba. Das war krass. Nur, ich wusste es leider, dass er da ist. Okay. Ich glaube, wir gehen erstmal back to the roots und werden von hier anfangen, weil... Lofty! Oder Hulk? Was soll ich zu... Oh, ich bin fast down gegangen! Mayday, Mayday! Ey, jetzt bin ich in diesen komischen Käfig gefangen. Wie komme ich jetzt raus? Lofty, Lofty, Lofty! Ich krieg dich, glaub mir. Hallo. Russack auch in der Nähe? Okay, warum ist in Blackjacks Garage TNT? Geh da lieber nicht rein. Okay. Lofty, das wird ganz, ganz schwierig für dich. Ich bin in deiner Nähe. Okay. Hat da jemand gepupst? Hier ist irgendwie keiner. Hätte gedacht, hier ist jemand. Aber der ist zu krass getarnt in der Mauer. Russik, du bist auch raus. Also ist es nur noch Sue und Lofty. Oh Mann. Lofty, für dich sieht schlecht aus. Das heißt, Sue wird die Dias gewinnen. Oder wir machen einen Deal, Lofty. Okay, was ist denn? 50-50, wenn wir Sio zuerst suchen. Und was ist denn nämlich für ihn? Geh nicht nach oben! Bleib unten! Was? Okay, du musst mir meine Dias wiedergeben. Deine Dias? Ja. Und den Rest nicht? Nein, wenn wir ihn nicht finden, hat er gewonnen. Ja, und dann muss ich ja nochmal 3 dazu zahlen. Ich hab doch schon 3, das wären ja 6 minus für mich. Junge, wo bist du, Digga? Das ist ja unmöglich, ihn zu finden. Ich höre ihn die ganze Zeit genau neben mir, aber er ist gar nicht da. Wie kommt man denn bei Blackjack nach oben? Ich kenne die Häuser halt auch nicht. Ich war hier noch nie drin, ne? Aber wir machen das jetzt einfach so. Bauen uns hier mal 2 nach oben. Machen wir gleich wieder weg, Friends. Sorry, Blackjack. So, jetzt sind wir oben. Hä? Ich hätte jetzt gedacht, er ist hier zwischen. Sag nicht, er ist im Helikopter. Bleib unten! Warte, ich muss einmal Timer gucken. 11 Minuten. Das heißt, ich habe noch gute 5-6 Minuten, dich zu finden, Lofty. Das kriege ich hin. Ja, bei Blackjack ist er übel verwirrend, nach oben zu kommen. Nee, er ist nicht oben, Freunde. Er ist unten. Ich höre das. Dann machen wir erstmal wieder sauber. Und Blackjack, ich muss leider einmal deine Bude verhunzen, weil ich habe das Gefühl, dass Lofty irgendwo hier ist. Lofty? Wo ist er? Aber wie ist er da reingekommen? Okay, es muss hier irgendwo eine Underground-Dings geben. Wir machen hier erstmal wieder clean. Ist er wahrscheinlich unter der Erde? Ich hab mich nirgends eingebuddelt. Hast du nicht? Nein. Okay, Lofty hat sich nicht eingebuddelt, dann brauchen wir gar nicht weiter gucken. War ja auch eigentlich gegen die Regeln, aber hat Army auch einfach ignoriert. Ist ja kein Problem. Ich wusste, dass irgendwie aus dem Nether da jemand ist. Sag nicht, er ist hier hinter.
Lofty, sei ehrlich, hast du das TNT hier in die Garage platziert? Was für TNT? Okay, er weiß es nicht. Hä? Ja, was ein wildes Versteck, Freunde. Ich bin ja komplett verwirrt. Weil er ist hier unten, aber hier kann man gar nicht hin. Oder hat Blackjack einen Secret Keller, wovon Lofty weiß? Oh oh. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, nur noch 7 Minuten. Ich glaube nicht, dass er eben. Das Ding ist, ich bin eh schon pleite, Mann. Ich habe nicht mehr so viel. Du hast 2 Wochen Zeit. Alles gut. 2 Wochen Zeit? Ja. Okay, dann gib mir einen Tipp. Ich gebe dir deine Dias wieder, falls du verlierst. Exklusiv unterwegs. Explosiv. Mhm. Oh mein Gott! Hä, hey, was ein wildes Versteck! Krass. Ich hab die ganze Zeit hier so gestanden, halt nur geduckt und du läufst einmal an mir vorbei, ne? Und da hinten die ganze Zeit, wenn du MBK geholt hast. Oder ja. Ich stand einfach nur hier. Krass, ja. Ich wusste das irgendwie, deswegen meinte ich noch so mit TNT und so, aber ja, ich hatte auch ein bisschen Angst dagegen zu hauen, weil ich kenne mich da mit dem Zeug nicht aus. Okay, Sue hat, glaube ich, gewonnen. Ich kann ja mal fragen, wer ist noch nicht gefunden? Also Sue wird natürlich schreiben, ja. Aber ich glaube, den Rest haben wir gefunden, Friends. Lofty, 2. Platz. Deine 3 Dias kriegst du natürlich. Sue ist noch nicht gefunden. Ich habe das Gefühl, dass er bei seinem Zoo irgendwo. Ich bin noch da, schreibt er. Mhm. Schreib ihm, du hast eigentlich schon gewonnen, aber wird trotzdem gern finden. Krass, Sue hat gewonnen, Friends, weil er wahrscheinlich auch am weitesten weg ist von den Leuten. Ich höre dich. Okay, dann ist er wahrscheinlich hier. Lofty hat gesagt, er hört mich. Ja. Ist er hier oben? Sue! Susie! Mach mal Pieps! Mach mal Pieps! Er will dich. Er will dich. Der Schlingel. Ganz, ganz schwierig, Freunde. Aha, warum ist hier so ein Grasblock? Hat hier jemand etwa sich hochgebaut? Oh oh. Warte, da gehen wir ein bisschen weiter weg. Aha. Nee. Auf den Bäumen ist keiner. Ich trau dem Frieden nicht. Guck, hier kannst du nicht hochgehen. Aha, aha. Aha. Oh, aber der ist bestimmt im großen Baum. Hier geht's runter. Okay, hier ist nichts. Oha! Ja. Das hat wehgetan. Alles gut. Hier sind so ein paar gesprengte Löcher und ich baue mich gerade hin. So. Ich brauche einen Tipp. Achso, hatte schon. Ich höre dich. Das ist mein Tipp. Ich brauche noch einen. Das Versteck ist zu wild. Er hat ja eigentlich eh schon gewonnen. Er hat nichts zu verlieren. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Ich bin in der Nähe von Amir gewesen. Okay, Amir war bei dem Gerichtsgebäude da unten, wo das Nether ist. Also müsste Sue dann irgendwo hier sein. Guck mal, ob du Bananenschalen irgendwo findest, weil Sue ist ja ein Monkey. Aha. Vielleicht ist hier irgendwo Bananenschalen oder so. Ja, ist ein guter Tipp. Keine Bananenschalen da. Weißt du, wenn das Stunny wäre, dann müssen wir ja nur nach Kacke suchen. Aber das ist ja Sue. Okay. Das Ding ist dieser Eingang hier. Ich glaube, er könnte irgendwo hier sein, weil Amir war genau dort. Hier war Amir, Friends, ganz am Anfang. Und Sue. Sagst du so als Tipp? Ich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Okay, wir haben nur noch knappe 3 Minuten Zeit.
MCU schenkt uns hier nichts, Freunde. Ich glaube, wir müssen hier nochmal gucken. Ich hab ihn, glaube ich. Hast du ihn? Er ist bestimmt durchs Nether gelaufen hier irgendwo. Nein, das wäre ja richtig unfair. Hier kann man auch hoch. Siu, hörst du uns noch? Ja, schreibt er. Ich glaube, er ist hier irgendwo. Naja. Ich guck mal noch mal im Rathaus nach. Warte mal, ob er oben oder unten ist. Bist du oben oder unten, Siu? Unten? Okay, dann ist er echt in dieser Underground-Höhle. Ja. Ja? Warte, wir teilen uns jetzt systematisch auf. Okay, machen wir. Bin am Start. Okay, also. Wir laufen jetzt zeitgleich hier lang. Du da runter, ich jetzt hier runter und wir gucken uns alles genau an. Oh. Ah, ich dachte, da kann man runter. Ja, okay. Warte mal. Warst du die ganze Zeit neben dem Karottenfeld? Ich hab ihn gefunden! Nein! GG, André. GG, Mann. Aber du hast gewonnen, mein Lieber. Hier sind natürlich deine 15 Dias. Wow, oh mein Gott. Ist André, jetzt nicht weißt die. Was? Ja? Du kriegst 5 Dias. Wow, oh, da kann ich Lofty direkt seine 3 wiedergeben. Oh, da gibt's eine 5. Yay! Warte, weil ich habe Lofty 3 geschuldet, damit er mir einen Tipp gibt. Dann kriegst du nochmal 2. Boah, Ehre. Hey, du hast ihn Lofty, wir tauschen. Das war schon wild. Also ich hätte jetzt, weil ich wollte das Feld auch nicht kaputt machen, deswegen bin ich da nicht raufgelaufen. Lofty, kannst du mir mal eine 2 Dias geben, bevor wir das vergessen und du die für immer hast und dann habe ich nichts. Okay, mit 1 gebe ich mich zufrieden. Okay. So, wir haben einen Gewinner, Freunde. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Lass ein Like und ein Abo da, wenn euch sowas gefällt und checkt die Jungs ab. Bis morgen. Ciao.